Moin, moin, herzlich willkommen zum netzpolitischen Abend, dem 33. heute. Draußen ist es kalt, hier ist es schön warm. So blöd das vielleicht auch für einige von euch ist, dass sie jetzt keinen Sitzplatz haben. Uns freut das natürlich riesig, dass so viele von euch da sind. Vielen Dank an die Seabase schon mal, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank an euch, dass ihr hier seid. Vielen Dank schon mal an die Sprecherinnen und Sprecher, die uns heute bereichern werden. Wir haben ein buntes Programm zusammengestellt, wie immer. Zuerst wird Alex etwas über eine neue Art der Vorratsdatenspeicherung, oder so neu ist sie gar nicht, erzählen, die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten und was die EU-Kommission dazu so plant. Dann, I better switch to English now. Then we'll have Claudio and Maria from Tactical Tech, who are here to talk about commercial surveillance and who will show us who is tracking us and who will introduce their new tool, Trackography. And last but not least, there's Fiona, who'll talk about the chaos, how's it called? Well, the chaos mentors, and the concept of the chaos mentors. Many of you might know it. For those who don't, well, I guess Fiona can explain better than I will. Wie immer werden wir nach den Vorträgen eine kurze Phase mit Rückfragen, Diskussionen und so weiter machen, wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt. Wir haben nämlich wie immer einen Livestream, dann stellt euch für diese Sessions dann bitte kurz unter den Bogen da hinten. Da seid ihr nicht im Blickfeld der Kamera. An der Stelle auch Hallo an die Leute, die zuschauen, von wo auch immer. Schön, dass auch ihr dabei seid. Und wir haben uns für dieses Mal was ganz Neues überlegt. Wenn ihr twittert zum Thema, zum heutigen Abend, herzliche Einladung, unseren Hashtag zu benutzen, 33npa. Ihr dürft natürlich auch alles andere verhashtaggen, aber es wäre cool, wenn ihr den auch benutzen würdet. Wenn Leute aus dem Stream Fragen, Anregungen oder sonst was haben, dann auch gerne unter dem Hashtag. Wir haben jetzt hier keine Social Media Wall und so ein Kladderadatsch, aber wir gucken zwischendurch mal nach. Wenn es da Fragen gibt, versuchen wir die auch einzuspielen. Ja, jetzt würde ich aber mal sagen, los geht's. Alex, schön, dass du da bist. Auf geht's. Dankeschön. Ja, das Thema ist die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten, kurz PNR, Passenger Name Record, und der entsprechende neue Vorschlag der EU-Kommission zu diesem Thema. Als allererstes mal für diejenigen, die es nicht wissen, was ist eigentlich PNR? Ich hatte es schon gesagt, eben Passenger Name Record, also Reisedaten. Und in dem konkreten Fall jetzt geht es um Fluggastdaten, die eben auf Vorrat gespeichert werden sollen. Und in diesen Fluggastdaten, das sind so bis zu 60 Einzeldaten, die pro Passagier und pro Flug gesammelt werden, darunter eben Informationen, was man so isst auf dem Flug, ob man vielleicht gesundheitliche Schwierigkeiten hat und da bestimmte Assistenzdienstleistungen braucht. Oder aber auch der Höhepunkt des Ganzen, ein Freifeld, in dem dann die Leute am Flughafen zum Beispiel oder auch die Personen, bei denen man eine Reise kauft, alles Mögliche eintragen können, so unter anderem auch Sicherheitsbehörden. Und da stehen dann zum Beispiel so relevante Informationen da drin, dass jemand Taschenlampen mit Marihuana-Aufklebern dabei hatte. Es gibt auch PNR-Daten, wo dann drin steht, dass jemand einen Apfel dabei gehabt hat oder ähnliches. Also es sind halt sehr weitreichende Informationen, die da gesammelt werden. Grundsätzlich machen das Airlines, um eben den entsprechenden Service, den sie anbieten, auch garantieren zu können. Das macht in vielen Fällen auch Sinn. Also wenn ich eben einen bestimmten Sitzplatz gebucht habe, möchte ich da auch alleine drauf sitzen und möchte es auch eben gewährleistet haben, dass dieser dann auch entsprechend zur Verfügung steht. Oder wenn ich Anschlussflüge buche, ist es eben auch ganz nützlich, wenn die Airline das weiß und dann eben entsprechend mich umbuchen kann, wenn eine Verspätung vorliegt oder vielleicht ein Flugzeug noch kurz angehalten werden kann, sodass man da noch mitfliegen kann oder ähnliches. Also grundsätzlich werden eben diese Daten von Airlines gesammelt, sind also sozusagen auch nicht wirklich verifizierbar, die Daten, ob sie richtig sind, und eben bis zu 60 Einzeldaten mit allen möglichen Informationen. Und diese Daten wurden dann nach den Anschlägen damals in Amerika für die Sicherheitsbehörden äußerst interessant. Die wollten Zugriff auf diese Daten haben und wollten diese dann auswerten, um dann eben gegen Terrorismus vorzugehen, später dann auch eben schwere Kriminalität und ähnliches. Und die Amerikaner haben das dann auch sogleich getan und sind dann aber auch noch zur EU gegangen
und haben gesagt, ja, wir möchten gerne auch alle EU-Fluggastdaten haben. Also alle Daten sozusagen von Reisenden, die von Europa nach Amerika fliegen oder den amerikanischen Luftraum durchfliegen. Also das bedeutet, man muss niemals nach Amerika direkt einreisen, sondern es reicht, wenn man den Luftraum von Amerika durchfliegt. Und da sollen dann eben diese Fluggastdaten zum Beispiel, eben was jemand für einen Aufkleber aus seiner Taschenlampe hat, dann an die amerikanischen Sicherheitsbehörden, also an das Department, DHS, Department of Homeland Security, übermittelt werden. Und da hat man dann viele, viele Jahre rumverhandelt. Man hatte dann 2007 ein Abkommen, das war dann aber nicht rechtmäßig und dann musste man wieder neu verhandeln. Also nach vielen, vielen 10 Verhandlungen hat man dann am 1. Juli 2012 endlich einen Vertrag gehabt, der dann auch in Kraft treten konnte, der es eben ermöglicht, dass jetzt die Amerikaner diese Fluggastdaten von den Europäern bekommen. Das ist eine einseitige Datenübermittlung, also es werden ausschließlich Daten von Europa nach Amerika übermittelt und der Vorteil für die Europäer ist, dass dann, nachdem die Amerikaner diese Daten analysiert haben, die dann gegebenenfalls die europäischen Behörden informieren und sagen, ja, also hier ist jemand mit Terrorverdacht geflogen oder ähnliches und die Amerikaner machen das also grundsätzlich alleine. Dann gibt es noch weitere Abkommen, also gleichzeitig mit dem Abkommen mit den Amerikanern ist dann auch das Abkommen mit Australien in Kraft getreten. Hier unterscheiden sich zum Beispiel die Speicherdauern massiv. Also Amerika bekommt die Daten für 15 Jahre lang, also 15 Jahre liegen die Amerikaner, die Daten dann bei den Amerikanern und können zurückverfolgt werden. Bei Australien sind es 5,5 Jahre. Und dann hat man auch gleichzeitig noch ein Abkommen mit Kanada verhandelt. Und bevor das jetzt aber abgeschlossen werden kann, das liegt gerade noch im EU-Parlament, hat sich das EU-Parlament nach dem Urteil der Vorratsdatenspeicherung, zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten entschieden, dieses Abkommen, bevor es unterzeichnet wird, von der EU erstmal zum EuGH zu einer Vorprüfung zu schicken und den EuGH eben überprüfen zu lassen, ob dieses Abkommen denn grundsätzlich mit der Charta der Grundrechte zusammenpasst. Wenn jetzt der EuGH entscheidet, das passt nicht zusammen, dann könnten natürlich auch die anderen beiden Abkommen ins Wanken geraten oder sollten auf jeden Fall ins Wanken geraten. Und unabhängig davon stehen auch schon ganz andere Staaten vor der Tür, Russland zum Beispiel oder auch Ägypten und andere Staaten, die zum Beispiel auch diese Fluggastdaten von den Europäern bekommen möchten. Und weil das mit diesen Abkommen alles so toll geklappt hat, hat sich auch die EU dann irgendwann mal selber gedacht, okay, wir hätten gerne auch ein EU-PNR, also wo wir sozusagen dann die Daten bekommen von den Leuten, die nach Europa reinfliegen oder beziehungsweise aus Europa rausfliegen. Das ist am 2. Februar damals 2011, einen Tag später ist dieser Block da unten stattgegangen, hat die EU-Kommission damals noch mit Innenkommissarin Cecilia Malmström einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt, um eben so einen EU-PNR einzuführen. Die Daten sollten für 5 Jahre gespeichert werden. Jetzt kommt hier nichts. Die Daten sollten für 5 Jahre gespeichert werden. Dann ging es ein bisschen hin und her. Also man hat halt hin und her verhandelt mit dem EU-Parlament und ähnliches. Das ist nicht so richtig vorangegangen. Und da hat sich die EU-Kommission gedacht, im Januar 2013, gut, also wir fangen jetzt einfach mal an, dieses EU-PNR aufzubauen. Also obwohl das EU-Parlament, obwohl der Rat sich noch nicht geeinigt hatten, so ein EU-PNR einzuführen, hat man dann einfach mal 50 Millionen zur Verfügung gestellt, um halt sozusagen die technische Infrastruktur für diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten grundsätzlich erstmal zu schaffen. Und das versucht man auch also grundsätzlich eben durch das Schaffen von Fakten eben sozusagen die Parlamentarier dazu zu bringen, diesem System zuzustimmen, denn im April 2013 hatte dann auch der LIBE-Ausschuss, also das ist der Innenausschuss des EU-Parlaments, der sich mit diesem Thema federführend beschäftigt, mit einer relativ deutlichen Mehrheit und auch nicht unbedingt zu erwartenden Mehrheit, gegen dieses EU-PNR gestimmt. Und dann im Anschluss am 10. Juni, ist dann in der Zukunft, also 2013 war das, hat das Plenum des EU-Parlaments dann entschieden, dieses EU-PNR wieder zurück an den Ausschuss zu schicken, also weil die Mehrheiten im Plenum des EU-Parlaments nicht ganz klar waren. Deswegen wollte man, dass sich der Ausschuss nochmal damit beschäftigt. Also man hat das sozusagen versucht, ein bisschen zu verzögern, das Projekt. Und dann kam auch noch die EU-Wahl dazwischen 2014 und jetzt ist man in einer ganz blöden Situation aus Sicht der Kommission, dass nämlich sozusagen dieser ganze Prozess jetzt wieder von vorne anfangen muss. Also die EU-Kommission muss jetzt wieder einen neuen Vorschlag unterbreiten.
Er muss dann auch ein bisschen leicht abgeändert sein nach dem EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Und jetzt wurde eben vor einigen Tagen der neue Kommissionsvorschlag geleakt. Der soll jetzt auch wahrscheinlich so ab 10. Februar, können wir damit rechnen, dass dieser vorgestellt wird. Und da sind ganz viele tolle Neuerungen drin, wo man das ganze Ding eben ein bisschen datenschutzfreundlicher machen will und auch eben mit den Grundrechten in Einklang bringen will. Also anstatt, dass es jetzt eben 30 Tage vollen Zugriff auf diese PNA-Daten gibt, soll es künftig nur noch 7 Tage nach Sicht der Kommission vollen Zugriff auf diese PNA-Daten geben. Danach werden diese Daten depersonalisiert. Also das bedeutet, da wird einfach nur der Name rausgestrichen und die anderen 58 Daten bleiben weiter zur Verfügung. Und wenn dann nach diesen ganzen Profiling-Maßnahmen, die man dann da durchgeführt hat, festgestellt wird, dass hier ein Fall von schwerer internationaler Kriminalität vorliegt, dann werden die Daten wieder personalisiert. Und anstatt diese Daten jetzt für 5 Jahre aufzuheben, werden diese Daten nur noch für 4 Jahre aufgehoben. Also große Fortschritte auf jeden Fall. Und im Bereich der Terrorismusbekämpfung bleibt es weiterhin bei 5 Jahren. Dann hat man sich auch noch ausgedacht, dass man jetzt einen Datenschutzbeauftragten in die Passenger Information Units mit einbaut. Also Passenger Information Units sind die Stellen im Nationalstaat, die für die Verarbeitung der PNA-Daten zuständig sind. Da sitzt dann eine Person und kontrolliert dann halt tausende von Datensätzen am Tag und guckt, ob die dann halt auch richtig ausgewertet werden. Also auch großer Schutzmechanismus. Und dann hat man sich auch noch gedacht, gut, wenn man jetzt so viel Schutzmechanismen einbaut, dann sollen Europol künftig auch noch die Daten bekommen. Macht ja Sinn. Und wie gesagt, dann rechnet man eben damit, dass am 10. Februar kommt die Kommission wieder zusammen. Und, ab da könnte dann dieser Vorschlag offiziell vorgestellt werden. Wir haben uns jetzt im Großen und Ganzen gedacht, also wir haben ja schon mal relativ Erfolgreiches damals geschafft, eben diesen Innenausschuss des EU-Parlaments zu bearbeiten, dass er gegen diese Vorratsdatenspeicherung stimmt. Und um das jetzt wieder zu schaffen, also der Innenausschuss wird sich ja in Kürze dann auch wieder mit diesem Thema beschäftigen und gerade eben nach den Pariser Anschlägen jetzt und in der allgemeinen Bedrohungslage, mit der wir konfrontiert sind, ist es natürlich für Sicherheitsbehörden relativ einfach, gerade dafür zu lobbyieren. Und wir wollen jetzt versuchen, da eben, dass ihr kurze Videos macht und euch an die EU-Parlamentarier richtet. Und das könnte zum Beispiel so aussehen. Festgestellt, dass das EU-PNR eine solche gigantische Datensammlung ist und auch gegen geltendes EU-Recht verstößt. Daher fordere ich Sie auf, sich für den Schutz der Grundrechte stark zu machen und sich gegen ein EU-PNR-System einzusetzen. Weiterhin fordere ich Sie auf, sämtliche bestehenden Verträge zur PNR-Datenübermittlung an Drittstaaten sofort zu stoppen und weitere Verträge in diese Richtung nicht zu unterzeichnen. So, dann, hallo? Ja, danke. Also hier seht ihr dann auch, wo es grundsätzlich mehr Informationen gibt, also zum Beispiel auch auf dem vorhin gezeigten Blog nopnr.org oder dann auch bei uns auf der Seite von der DigiGuest. Und falls ihr solche Videos machen solltet, dann nutzt bitte den Hashtag nopnr. Ihr könnt aber auch einfach kurze Fotos machen oder natürlich grundsätzlich einfach so eure EU-Abgeordneten einfach anschreiben und ihnen mitteilen, dass diese Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten bzw. Reisedaten keine gute Idee ist. Und auch mal, um noch ein bisschen die Perspektive zu zeigen, wo das Ganze hingehen könnte. Also es ist so, dass zum Beispiel auch die Briten oder der Antiterrorbeauftragte der EU noch eine deutliche Ausweitung dieser Datenspeicherung fordern. Also PNA-Daten werden ja nicht nur bei jetzt Flügen angehäuft, sondern zum Beispiel auch, wenn man sich ein Auto ausleiht oder wenn man mit dem Zug fährt oder wenn man ein Hotel bucht oder ähnliches. Und da gibt es eben auch schon entsprechende Vorschläge, vor allen Dingen von den Briten, die diese Datenspeicherung ausdehnen wollen, eben auf andere Reise- und Verkehrsmittel. Und was hier droht, ist eben diese Totalüberwachung des Reiseverkehrs. Und um das zu verhindern, ist es auch elementar wichtig, jetzt hier schon diesen ersten Schritt in diese Richtung zu verhindern und zu vermeiden. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass wir uns da jetzt im EU-Parlament dafür stark machen, dass dieses EU-PNR keine Realität wird.
Danke, Alex. Wer von euch hat denn schon mal ein Video hochgeladen irgendwo im Netz? So. Ja gut, dann ist es ja Zeit für ein erstes Mal. Habt ihr Fragen an Alex zum EU-PNR, Rückmeldung dazu, zu der Kampagne, was kann man tun? Jo. Wo kam denn das Beispiel her, was du am Anfang gezeigt hast? Taschenlampen. Grundsätzlich kann man ja bei seiner Airline nachfragen oder auch dann beim DHS einfach anfragen und sagen, schickt mir mal den Datensatz zu, den ihr so auswertet. Und mit viel hin und her hat dann Edward Hasbrook, der beschäftigt sich in Amerika schon länger mit dieser Fluggastdatenauswertung, so einen Datensatz eben bekommen. Und das ist sozusagen von ihm halt sozusagen so ein zur Verfügung gestellter Datensatz. Also genau. Da hinten ist noch eine Frage, ich kletter mal. Also so kann man Airlines grundsätzlich oder auch eben das DHS, wenn man mal nach Amerika fragt, einfach mal so eine Datenanfrage machen und sich dann halt über Jahre mal ein bisschen rumärgern, bis man dann tatsächlich mal seine Daten kriegt. Ist auch ganz lustig, glaube ich. Ich weiß, du bist nicht die EU-Kommission, aber eingangs hast du jetzt gesagt, der abgeschwächte Vorschlag sagt, nach 7 Tagen wird der Name entfernt. Ich meine, da bleibt eh eine Telefonnummer oder eine Kontonummer übrig und das ist witzlos. Aber er soll nach 4 Jahren oder so auch wieder eingefügt werden können, der Name. Also muss er doch noch irgendwo, also wo wird er denn dann nicht gespeichert oder wie geht das? Also ja, das ist ja eben genau dieser Witz dieser Depersonalisierung. Also immerhin hat man das Wording geändert, denn vor 4 Jahren hieß es noch Anonymisierung der Daten, indem man einfach nur den Namen irgendwo hinpackt, wo er dann nicht jedem direkt sichtbar erscheint. Jetzt hat man sich auf das Wort Depersonalisierung zumindest schon mal geeinigt. Und es ist halt so, dass das dann einfach in eine andere Datenbank läuft und diejenigen, die dann mit diesem Datensatz arbeiten, den Namen nicht sehen können. Und dann aber, wenn eben sich herausstellt, oh, hier handelt es sich um schwere internationale Kriminalität, dann macht man Klick. Und genau. Ja. Und da muss dann auch noch der Datenschutzbeauftragte möglicherweise gefragt werden. Der Vorgesetzte vom Datenschutzbeauftragten. Ja, also das ist halt eben die Frage, wie gesagt, inwieweit dieser Datenschutzbeauftragte überhaupt da irgendwie diese Funktion wahrnehmen kann. Der wird ja nur so als Feigenblatt da installiert. So ist es. Weitere Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Also vielleicht auch noch so ganz witzig, also bei diesem US-Abkommen ist zum Beispiel auch relativ klar jetzt schon, dass es zum Beispiel einen klaren Vertragsbruch gibt und also es ist eben so, dass diese Daten ja dann auch noch an Drittstaaten weitergegeben werden können, wenn denn jetzt zum Beispiel ein wichtiger Fall von Terrorismus vorliegt und da müssen eigentlich dann die Herkunftsländer dieser, also die Daten, wo die Länder, wo die Daten herkommen, die müssen darüber informiert werden, dass diese Datenübermittlung jetzt an einen Drittstaat stattfindet. Die Amerikaner haben das nicht gemacht, sondern die Kommission hat danach in ihrem Evaluierungsbericht das ganze Ding groß gelobt und hat gesagt, alles prima mit dem US-Vertrag. Gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel der Rat halt mit diesem PNR-Abkommen mit Amerika auch zum Beispiel gegen Flüchtlinge vorgehen will. Also obwohl im Vertrag eigentlich steht, dass es nur für Terrorismus und schwere Kriminalität benutzt werden soll. Also ihr findet auch eine schleichende Ausdehnung, Ausweitung des Nutzen dieser Daten statt. Also wie gesagt, wenn man sowas einmal einführt, ist es relativ schnell, geht es in verschiedene Richtungen, mehr Daten und nicht nur für schwere internationale Kriminalität und Terrorismus, wo die Daten genutzt werden sollen. Deshalb mitmachen bei unserer Kampagne. Wer lädt morgen Video hoch? Ja, oder Bilder machen oder sonst irgendwas. Okay, gut, dann Hallo. Woher wissen die Fluggesellschaften beispielsweise, dass du Marihuana-Sticker auf deinen Taschenlampen hast? Also wo kommen die Daten her? Okay. Alex, wer erhebt die Daten? Also grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wann eben so ein PNR-Datensatz bearbeitet werden kann. Also das zum Beispiel, wenn du im Reisebüro bist oder wenn du zum Beispiel am Check-in stehst oder wenn du halt eben durch eine Sicherheitsschleuse gehst. Also in all diesen Momenten kann jemand an diesen PNR-Daten etwas ändern und da in bestimmten Feldern eben einfach irgendwas eintragen. So. Und das Problem ist, dass es auch da grundsätzlich überhaupt keine Access-Logs gibt, sodass eben nicht nachvollziehbar ist, wer an welcher Stelle was eigentlich da einträgt. Also grundsätzlich haben sehr viele Leute Zugriff darauf und auf der anderen Seite ist nicht nachvollziehbar, wer tatsächlich was an welcher Stelle irgendwo eingetragen hat. Also das ist auch so ein ganz generelles Problem, um das man sich auch mal abseits von solchen Abkommen eigentlich mal kümmern müsste.